Grüße euch. Plasmaheizung geht jetzt weiter. Oder wie sagt man jetzt? Kalte Fusionsheizung. L-E-N-R. Lehner. Was heißt das eigentlich, der Abkürzung? Kann ich dann gleich mal gucken. Und obwohl ich das noch gar nicht weiß, bastel ich jetzt so ein Ding einfach mal nach, weil die Anleitung, die da hochgeladen worden ist, die ist ja mehr als einfach. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, dass es da einfach nur drauf ankommt, die Oberfläche von der Lösung mit NaOH mit dem Strom zu berühren, tja, hätte ich mir viele schlaflose Nächte sparen können, aber ja, der Weg ist ja meistens das Ziel, ne? Bin froh, dass jetzt soweit eine sehr eindeutige, sehr, sehr einfache Anleitung hochgeladen worden ist, wo man auch mal Messwerte vergleichen kann. Und ich gucke jetzt mal, ob ich die Messwerte von Peter Salocher auch so ungefähr in der Drehrichtung hinbekomme. Die Keksschachtel jedenfalls, die hat schon mal schön mitgespielt, denn aus Beautiful Dänemark wurde jetzt Buark. Ja, wenn das kein Zeichen ist, gucken wir mal. Erstmal gucken, ob wir hier... Da. NaOH. Das brauchen wir irgendwie. Und ja, dann mache ich das jetzt mal alles fertig. Dann machen wir erstmal 100 Gramm Wasser und dann die 10 Gramm NaOH dazu. Ja, guti. Müsste passen jetzt. Na, ich bin mal gespannt. 90 Milliliter haben jetzt ungefähr reingepasst. Da unten ist es. Und ja, das Teil da unten wird jetzt erwärmt, ne, mit der Wolfram Anode, Kathode, wie auch immer, jedenfalls aus einer Glühlampe. Sind die Dinger, soweit ich weiß, hat mir mal jemand geschickt, die ganze Zeit noch nicht so richtig gewusst, für was, naja gut, Plasmaheizung, aber wie, wusste ich noch nicht so richtig. Und jetzt gleich mit einem Doppelzack, finde ich echt klasse, jetzt findet seine Verwendung. Danke nochmal an der Stelle, der da an mich gedacht hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Da bei den Recherchen rausgekommen ist, dass da ziemlich hochfrequentes Plasma entstehen soll. Ja, und Hochfrequenz, ne, so im Gigahertz-Bereich und dann auch noch hohe Spannung, die schlagartig abfällt. Da haben dann einige Leute Bedenken wegen Radioaktivität. Deshalb habe ich jetzt hier unten rum Blei-Lötzinn-Draht rumgewickelt, ne, also nur so auf der Höhe, wo es so ein bisschen spratzelt. Keine Ahnung, ob es was bringt. Ne? Ich meine, jedes Handy hat heute so einen Geigerzähler-Messer-Counter drin. Da könnt ihr euch dann mal austoben und mal gucken, ob das Ding irgendwas anzeigt. Ja, aber so, ja, für Showzwecke und fürs Gewissen. Na, wer weiß, vielleicht ist ja wirklich was dran. Ne? Wie das mit den Röntgenstrahlen damals losging, wisst ihr ja auch. Da haben die Leute dann angeblich auch zuerst ohne Rücksicht auf Verluste alles durchstrahlt, was es so zu durchstrahlen gab, bis sie drauf gekommen sind, dass das dann doch nicht ganz so toll ist, andauernd. Also, und da draus, ja, vielleicht haben wir draus gelernt. Mal gucken. Und im unteren Behälter sind es 802 Gramm Wasser, was dann sekundär erhitzt wird, ne? Mal gucken, ob das so klappt. Ja gut, dann probieren wir erstmal. Ich will erstmal wissen, wie es aussieht, wenn man kaltes Wasser nimmt. Ne? Also das Sekundärwasser hat jetzt sozusagen 16 Grad Celsius. Ne? Es wäre ja fies, wenn ich das jetzt 3 Stunden durchlaufe und dann meine Raumtemperatur das sowieso erwärmen würde, würde die Werte verfälschen. Also du musst einfach erstmal so hinnehmen, dass es 16 Grad hat. Das Teil ist isoliert nach unten, deshalb ist das auf den zwei Hasematzeln hier nach unten isoliert. Und ich weiß nicht, ob ich hier oben dann noch einen Schal rundherum lege. Das ist auch hier isoliert und nur da unten, wo praktisch es spratzelt, ne, habe ich keine Isolierung gemacht, dass es schön ins Wasser rüber kann. Okay, da haben wir unten 16 Grad und oben höchstwahrscheinlich dasselbe. Mal schauen. Oh, da schau her. Oben, das hat schon 29 Grad. Ach so, weil ich ja vor den NaOH da reingetan habe. Alles klar. Also erwärmt das Wasser sowieso schon?
Oh, cool. Auch nicht schlecht. Das steigt sogar jetzt schon wieder 30 Grad. Sagen wir, wird das jetzt automatisch hier drin wärmer oder was? Das ist so eine Sache. Okay, drin sind wir schon bei 30 Grad. Obwohl ich genauso kaltes Wasser genommen habe wie unten. Ne, nur das NaOH rein und ja, dann geht die Temperatur nach oben. Können wir uns schon mal im Hinterkopf behalten. So, jetzt möchte ich ja mal gucken, wie das spratzelt. Und los geht's. Von wegen Gespratzel. Ich habe jetzt die ganze Batteriebank hier dran. Aber natürlich, ja, über was wohl? Über einen EMF-Charger. Und da zieht er jetzt so über ein bisschen was über 200 Milliampere. Und komischerweise ist an den Klemmen am Ausgang messe ich da 2,9 Volt. Das ist jetzt die Temperatur im Becher, also nicht in der Flüssigkeit, sondern einfach nur hier in der Luft im Becher. Da kommt dann hier dann noch ein etwas dunkler geworden, kommt dann hier noch eine Abdeckung drauf. Wenn ich euch gezeigt habe, was da drin jetzt so eigentlich passiert, wenn ihr das erkennen könnt. Ich guck mal, ob ich da irgendwie den Fokus drauf bekomme. Naja, ich sag's euch halt, also, warte mal, hört ihr's? Ganz leicht spratzelt, ne? Und ein bisschen schäumt's da drin. Und jetzt gucke ich mal, wie viel Volt ich eigentlich am Eingang habe. Ja. So, am Eingang sind es immerhin noch 91 Volt, so ungefähr. Und eine Bitte habe ich an euch, weil ich da jetzt so ein paar Videos gesehen habe. Wenn ihr solche Batterien in Reihe zusammenschaltet und dann irgendwo drauf geht, bitte, 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 bitte mit Sicherung. Ne? Also die Dinge haben wenn sie schön geladen sind, trotzdem einen Kurzschlussstrom von jenseits den 10, 20 Ampere. Und wenn ihr das dann mal multipliziert, so auf 50, 60 Volt und dann mal aus Versehen hier vorne mal aneinander kommt. Also ich drücke euch die Daumen, dass ihr die Drähte dann wieder zusammenbekommt. Meistens schweißt das gleich zusammen und das Kabel geht bis hinten in Flammen auf. Ja, könnt ihr ja selber mal ausprobieren. Ich habe es schon mal erlebt, mir hat es gereicht und seitdem mache ich dann bei solchen Größen dann immer die Sicherungen mit rein. Nur mal so ein kleiner Hinweis. Ja, sagt jetzt bitte nichts, das hier ist auch selten dämlich gelöst, dass ich den Plus und den Minus von den, wenn sie voll geladen sind, 130, 140 Volt direkt nebeneinander liegen habe. Macht man normalerweise auch nicht. Ne? Also, tja. Ja, mal gucken. Jetzt eine Stunde später. Wir sind in der Reaktorkammer. Bei 20 Grad Celsius, ich glaube bei 26 haben wir gestartet. Naja, da hat es noch ein bisschen reagiert. Na, jetzt hat es sich alles auf ein Temperaturniveau eingependelt. Das Wasser hier unten drin hat ja 16 Grad Celsius gehabt. Aber was ich gerade gemerkt habe, wir sind immer noch ungefähr bei 200 mA, schon eine Stunde lang. Die Akkus sind wirklich nicht mehr fit. Ne, ihr seht schon hier hinten, der eine Akku-Refresher ist gerade am Abkacken, der leuchtet nur noch nonstop. Das heißt, die hat unter 11 Volt, so die 10 Volt vielleicht noch. Aber da hier konstant ist, bringe die ja auch noch konstant, ja. Und was ich das nächste Mal vielleicht machen werde, läuft's noch? Ja. Also meinen Kühlkörper davon kann ich jetzt nicht mehr angreifen. Also den Kühlkörper mit ins Wasser stellen, da wäre mein Wasser jetzt schon etwas wärmer. Da wird es spätestens jetzt mal Zeit, auch am richtigen Eingang, praktisch vorm EMF-Charger, in Strom zu messen. Ne? Hier sind wir ja praktisch am Ausgang. Bin gespannt. Und wir schalten ein. Ach, der Regen. Uiuiuiui. Auch am Eingang, so um die 150, 160 Milliampere. Tja,
Da ist hier eine ganz schöne Leistung verloren gegangen an dem Kühlkörper. Also nehmen wir nochmal eine Schüssel mit ungefähr 300 Milliliter Wasser. Hatte ursprünglich auch 16 Grad. Jetzt schon, wo ich den noch warmen Kühlkörper reingetan habe und genau da messe, sind es schon 17 Grad am Wasser. Na gut, wir machen das eh so mit Pi mal Daumen, Schätzwerten und rechnen ziemlich schlecht, dass selbst die Worst-Case-Ergebnisse noch irgendwas Gutes zeigen mögen. Vielleicht. So, begonnen haben wir 2.56 Uhr eigentlich. Nehmen wir mal so grob um 3, dass wir dann mit 60 Minuten rechnen können. Also mal noch ein Stündchen wach bleiben. In den 2 Minuten ist es dann schon von 17 auf 20 Grad Celsius gestiegen. Gut, ich tue hier direkt am Kühlkörper messen. Und na, mal gucken, wie es in einer Stunde aussieht. Dann tun wir das Wasser mal richtig schön durchschütteln, damit die Wärme überall ist. Und mal gucken. Und nochmal fürs Protokoll. Wir sind jetzt bei 89 Volt, also 88,9, 89 Volt. Das, was ich vorhin gemessen habe, die 91 Volt, das war ja vor einer Stunde. Und bei den Milliampere sind wir bei 155. Vielleicht mal noch ganz interessant, meine Außentemperatur, die pendelt so zwischen 17 und 18 Grad hin und her. Ja, ne? Weil wir gehen ja dann davon aus, dass wir mit 16 Grad kaltem Wasser gestartet haben. Okay, ein halbes Stündchen noch. Das ist wieder so typisch. 3.56 Uhr hört das. Instinktiv vorhin eingeschalten. Wo ist er denn, der Kleine? Hier ist er. Nee, das war's nicht. Ach, ich muss mir echt mal Licht hier reinbasteln. Hat eine gute Freundin von mir auf die Zeit vor Wochen eingestellt und jetzt jede Nacht 3.55 Uhr geht das Ding los und 3.56 Uhr ist unsere Zeit, wo wir ausschalten. So ein Zufall. Tsching! So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, dann tun wir das hier mal raus. Wackel, 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 wackel. So. Schön durchgerührt alles, ne? Ja, fein. So. Gut. Okay. Uah. Wasser und Strom ist so eine Sache. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin. 32 Grad Celsius. Schreiben wir uns auf. Gut, also 300 Milliliter Wasser in einer Stunde von 16 auf 32 Grad Celsius ist unser erster Wert. So, dann mal gucken, was hier die Reaktorkammer sagt. Mhm. Ja, bisschen schwarz, ne? Das hat sich ganz schön verfärbt. Also das ist auf alle Fälle extrem heiß geworden, so wie es aussieht. Fokus, kriegst du das hin jetzt? Was muss man da nehmen? Hellen Untergrund, dunklen? Ja. Okay, also die Dinger dürften ordentlich warm geworden sein. Hier an der Seite ist auch so Kondensat, ne? Also so Wasser. Und mal gucken, wie es in der Kammer drin ausschaut. Da sind wir jetzt bei 22 Grad Celsius. Mhm. Und mal schauen, ob da auch schon irgendeine Wärme in dieses andere 16 Grad kalte Wasser abgegeben hat. So. Und weg damit. So, mal schauen, wie es hier drin aussieht. Und hier drin sind wir bei 17 Grad Celsius. Also doch ein Grad ungefähr. Ja. Ein Grad wärmer ist es schon geworden. Naja gut, okay, also aus der Reaktorkammer hier drin das 22 Grad Celsius, aber das war ja vorher auch schon 30 Grad gewesen, ne, nach der Reaktion mit dem NaOH. Aber hier, das ist schön warm, da kann man schon mal schön Füße baden. Machen wir mal eine Rechnung.
Das kommt unter die Kategorie Sisyphusarbeit, so wie es aussieht. Na, meinst du auch? Und abgeklemmt. Keine giftigen Dämpfe mehr oder sonstiges. Tja, Leute. Das war mal wieder so ein tolles Beispiel gewesen. Also, ich sag's mal so. Ich kann machen, was ich will, aber bei mir zieht das Ding 200 mA. Ich meine, vielleicht ist es in den Bergen anders. Vielleicht zieht es da oben ja nur 20 mA, wer weiß. Aber das habt ihr geschafft. Da habt ihr mir schon einen Tag gemopst. Aber ja, guter Weg ist das Ziel, ne? Haben wir mal ein bisschen geschmunzelt. Naja gut, ich meine, zumindest habe ich das Rechnen mal wieder geübt. Das ist bei mir die Joule, die ich reingesteckt habe über eine Stunde. Das war bei mir die Temperaturdifferenz von 16 Grad auf 32 Grad Celsius mit 300 Millilitern. Und das wären dann 20.000 Joule. Ne? Also ja, ist über meinen Re-EMF-Kühlkörper ja, guten Drittel Wärme abgefallen von dem, was ich an Energie reingesteckt habe. Auch mal schön zu wissen. Ne, wer weiß, für was wir es brauchen. So, in dem Sinne, bis später. Na gut, wollen wir mal nicht unfair sein und mal die Versuchsanordnung so halbwegs kopieren, wie es da angegeben gewesen ist. Sie haben ja gesagt, dass es erst so ab 60 Grad so richtig gut funktionieren würde und alles unterhalb wäre uneffektiv. Gut, bei 71 Grad Celsius bin ich jetzt. Und dann besticken wir es nochmal. Komisch. Also trotzdem genau derselbe Becher. Sogar mehr Batterien. Keine 5 in Reihe, sondern 90 Volt halt. Habt ihr ja vorhin gesehen. Und wenn ich ein Re-EMF ganz runter drehe, zieht er 155 mA. Ja, da schätze ich jetzt mal, dass bei euch das Teil, wenn ihr sie direkt an 72 Volt hattet, Batterien ohne Re-EMF dazwischen, gute 200 mA gezogen hat. Aber das, wisst ihr das? Also ich weiß es jetzt nicht genau, ob das jetzt zum Herausfinden der Leute ist, die aufpassen, oder ob da wirklich noch andere Sachen mit dem Spiel sind. Naja, wie auch immer, sowas gehört auch dazu. Haben wir mal was für umsonst gemacht. Lass dir's schmecken, Madame.